Wie hast du André Ragettli kennengelernt? Das ist wirklich eine lustige, aber auch sau peinliche Geschichte. Alter, ich bin so müde. So müde. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Endlich wieder einmal aus meinem wunderschönen Garten. Wir machen heute Q&A. Und zwar lese ich immer eine Frage vorlesen und nachher mache ich einen Flip. Hier auf dem wunderschönen Trampolin. Es ist jetzt der 10 Uhr Morgen am Sonntag. Ich bin ein bisschen müde, aber das schaffen wir schon. Und ich habe heute auch die One and Only Crocs an. Das ist doch nice. Wo bin ich? Jemand fragt, kommst du mal auf Zürich? Nein. Ja, natürlich. Oh, du willst mich verarschen. Jetzt ist es am Regnen. Nein! Bro! Und jetzt hat das Video vor etwa 3 Minuten gestartet und jetzt kann es einfach verregnen. Dann würde ich sagen, machen wir hier unter dem nice Hütte schnell 2-3 Fragen. Was wärst du gerne für einen Baum? Ich nehme das ist ein Thurgauer von St. Gallen gesehen. Ich wäre gerne einen richtig fetten Baum, wo man das Tramp kann unterstellen kann, damit es vom Regen geschützt ist. Gar nicht. Hast du die Bilder mit dem Can endlich mal aufgehängt? Damit gemeint sind die Bilder, die wir gemalt haben auf der Terrasse da oben. Oh, shit! Oh, der Kunst neu erfunden! Richtig nice Bilder geworden. Die seht ihr in der Roomtour, die jetzt nochmal kommt von meinem neuen Zimmer. Dann seht ihr, ob ich sie aufgehängt habe oder nicht. Aber sie kommt in die Roomtour. Keine Angst, sie kommt. Es braucht ein bisschen. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, um meine Videos zu machen. Aber sie kommt. Sie kommt in die Roomtour. Jetzt mal ohne Scheiß, ich gehe extra da raus, um zu trampen. Will ich das Video aufnehmen. Und was mache ich jetzt? Ich stand unter dem Scheiß. Hütli, was eigentlich mega geil aussieht einerseits, und du Fragen beantwortest. Es gibt wirklich keinen besseren Ort, um ein Q&A machen, als das Hütli. Petrus wieder mal voll am Abkacken. Es hat aufgehört, da müssen wir gerade ein paar Flips machen. Nice. Das finde ich eine ganz geile Frage. Wie hast du André Ragettli kennengelernt? Das ist wirklich eine lustige, aber auch sau peinliche Geschichte, weil ich habe André Ragettli immer verfolgt, ein bisschen auf Insta und so, was er macht. Und dann habe ich ihm mal eine Mail geschrieben für das Video, das wir gemacht haben, wo ich Bündner Wörter errotet habe, ich ihm eine Mail geschrieben. Ein verdammt langes Mail auf Hochdeutsch, verdammt formal so, sehr geehrter Herr Ragettli, mein Name ist Adrian Vogt, bla bla bla, habe ich alles erklärt. Da habe ich gedacht, ja, weiss nicht, ob er antwortet. Und dann kommt auch so 2 Tage später einfach so eine Antwort von ihm selber. Ja, können wir machen. LG Ragettli. Weißt du, ich habe mir so viel Mühe gegeben, so eine fette Mail zu schreiben und dann kommt vom Ragettli eine Antwort. Können wir machen. Geil. Und dann nimmt mich jetzt immer noch hoch mit dem Mail, weil es wirklich, ohne Scheiß, das Mail werdet ihr nicht sehen. Das ist zu peinlich. Das war so formal geschrieben, dass es einfach wieder peinlich ist. Shoutouts an dich, Ragettli. Dann fragt noch jemand, iss einmal eine Wassermelone. Eigentlich hat es gar keine gefragt, aber ich habe einfach Lust auf eine Wassermelone. Ich bin schlimmer als Spartaner Bitch. Ich bin nochmal. Jetzt kommt sogar die Sonne. What the fuck? Wann kommt jetzt das Musikvideo, fragt noch jemand. Damit ist wahrscheinlich das Musikvideo mit dem Marc gemeint. Und zwar, wo wir Ich hasse Aditatoren auf in akustisch performen. Das heisst, irgendjemand spielt Gitarre. Ring. What the fuck? Und der Marc und ich singen, wir haben es nicht vergessen. Also für alle, die mir schreiben, wann kommt das Musikvideo, wir haben es nicht vergessen. Es kommt irgendwann, aber lasst euch ein bisschen Zeit. Okay, die Frage ist echt böse. Gehst in die Ferien, jetzt weil halt Sommerferien sind? Und nein, ich habe bis im Januar keinen einzigen Tag Ferien mehr, weil ich jetzt dann beim Radio fertig bin und dann fange ich meinen Zivildienst an, gerade anschließend. Das heisst, ich habe keine Ferien, ich habe beim Radio keine Ferien mehr, ich habe im Zivildienst auch keine Ferien. Von dem her, bis im Januar keinen einzigen Tag Ferien mehr. Schaffe ich einen Backflip mit 3 Schrauben? Mann! Machen wir schnell eine Frage und nachher probieren wir es nochmal. Wieso heisst das Altersheim nach der Renovierung immer noch Altersheim? Das ist eigentlich nicht mehr so eine dumme Frage, aber es werden ja nicht die Leute renoviert, sondern das Haus. Die Leute sind ja immer noch alt. Und darum nehme ich an, ist es immer noch ein Altersheim. What the fuck? Also probieren wir nochmal 3 Schrauben.
Bro! Hi, Mann! Ich gebe es auf, Alter. Jetzt kommen die tiefen Fragen. Und zwar, hast du schon mal einen richtigen Schlüsselmoment gehabt? Ich nehme an, mit einem Schlüsselmoment. Ist irgendein Moment gewesen, wo sich irgendetwas geändert hat? Schon, oder? Ja, glaube ich. Ich glaube, in meinem Leben habe ich direkt nicht so einen Schlüsselmoment gehabt. Aber einfach, seit ich mit YouTube angefangen habe, die zwei Jahre, die ich YouTube mache, hat sich schon recht viel verändert. Ich glaube, ich habe mich persönlich verändert, bin offener geworden. Es hat mir einfach mehr gezeigt, was ich im Leben will machen. Vor allem auch gezeigt, dass ich das machen will, was ich Bock drauf habe im Leben. Nicht irgendwie einen Bürojob machen, den ich scheiße finde. Du für viel Geld verdienen, lieber das machen, was man ein bisschen weniger verdient, aber Spass daran hat. Und das ist YouTube, das ist Radio. Ach, das, was einem Spass macht. Die Weisheit vom Tag. Möchte im Leben das, was ihr wollt. Habt ihr wahrscheinlich noch nie von irgendjemandem gehört gehabt. Noch gar nie. Das ist aber eine gute Frage, und zwar, ist Totoro dein Nachname? Nein, Totoro ist nicht mein Nachname und ich kenne den Anime auch nicht. Ich glaube, es gibt einen Anime Totoro. Es hat wirklich nichts mit dem zu tun. Es ist komplett random, wenn ich auf Totoro komme. Mein Nachname ist Vogt. Vogt. Ich bin nämlich der Burgvogt. Oder vielleicht eher der Landvogt, wenn man die Bäume hier anschaut. Ich bin auch der Landvogt. Nice. Wie läuft's mit Frauen? Bei dieser Frage musste ich gerade flüchten, Alter. Wir kommen das letzte Salto noch hier auf dem Boden. Mal schauen. Das ist recht hart. Das ist schiessen! Die sind nicht so hoch. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass ich das Video beenden muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar Flips sind hinten vom Trampolin mit ein paar Fragen verbunden. Huch spontan, ich muss jetzt das Video noch schneiden, weil es heute noch online kommt. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like auf dem Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und natürlich die Glocke. Abonnieren. Sehen wir uns beim nächsten Video. Peace und Blümli! Tschüss. Ist das auch ein neuer Bulli? Das ist cool, gell? Das ist einfach ein Nummer zu groß.